Ja, du fragst mich, Netzwerken ist ja bei mir so ein Thema. Wenn ich unterwegs bin, versuche ich immer auch selbst die Frage zu beantworten. Was ist Netzwerken? Wann netzwerkt man und wie geht das? Und ich kann nur sagen, ich bin jetzt hier beim Capnamic Portfolio Day 2017 und hier ist eigentlich Netzwerken ganz hochgeschrieben, weil hier sind ganz viele Unternehmen, die zusammenkommen, die alle zum Fonds gehören von Capnamic. Capnamic ist ein großer Fonds, mittlerweile haben wir schon einen zweiten, die immer auf der Lauer sind, Firmen zu unterstützen, wo der Businessplan passt, wo das Business generell passt. Und hier ist es so, dass die Firmen zusammenkommen, unterschiedliche Firmen sich kennenlernen und vielleicht das eine oder andere extra Business entstehen kann. Das geht aber natürlich nur, wenn du offen bist, wenn du irgendwie mit Ellbogen dich gegen rennst und du hast keinen Bock auf andere Leute, dann wird das niemals klappen. Aber wenn du einfach sagst, hey, ich bin offen, kommt alle rein in mein Wohnzimmer, kannst du immer noch entscheiden, hey, wer darf drin bleiben und wer muss raus. Aber in der Regel ist das so, dass eigentlich, wenn dein Wohnzimmer öffnet, du immer mit Erfolg gekrönt bist oder verwöhnt wirst. Von daher kannst du sagen, probier es einfach aus und wenn du auch mal eine Negativlandung erlebst, dass du dein Wohnzimmer öffnest und du hast jemanden drin, den du nicht haben willst, dann schmeißt ihn einfach raus und lässt den nächsten rein. Also, probiert es aus. Netzwerken for life.